Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu Folge 11 von Minecraft der Staffel 7. Ihr könnt es schon im Hintergrund erblicken. Ich kam eben gerade auf den Server rauf und Mila meinte zu mir, ey, ich habe was gebaut, was Großes den ganzen Tag. Ich so, okay, was hat sie gebaut? Plötzlich ist da einfach random ein Hotel gespawnt. Und von ihr gebaut. Und der Beacon ist auch jetzt fertig. Und was drumherum herum ist ja auch egal. Die Hauptsache, die ich jetzt meine, ist einfach dieser gottverdammte Riesentower da hinten. Und den werden wir jetzt erstmal uns erblicken. Uns erkunden. Je nachdem, egal. Ich gehe schon mal hin, ne? Mila, ich komme euch wieder. Genau, und jetzt auch mit Geschwindigkeitseffekt, mit einem Geschwindigkeitseffekt. Von daher, easy going, den Usain Bolt machen. Kurz ein paar Specs zu dem Hotel. Irgendwie 10 Stöcke mit jeweils 8 Zimmer pro Etage. Völlig ausgebaut und eingerichtet. Und nicht nur an die FPS, sacken gerade ein bisschen rein. Hier kurz ohne Shader. You know, wow. Aber fürs Feeling gehen wir da rein, auch weil wir nur 30 FPS haben. Nicht mal 30 FPS, um die, naja, 27? Ja, okay. Anyways, Einrichtung. On Fleek, so ein bisschen Nachtclub-mäßig, bis ein paar Diamanten und Smaragd. Sag mal, hast du Smaragd für mich eigentlich, wegen dem Mending Book? Egal. DJ-Pult. Das war schon dunkel hier, ne? Mein Gott. DJ-Pult. Noch ein DJ-Pult. Auch die FPS, ne? Oh, war ja. Oh. Extra Ausgang. Das zu dem, ne? Geh mal rum. Und die FPS werden sich schon. Ja, genau, sind besser geworden. Draußen wird so ein kleiner Wasserblick und ein paar Bänken und Tischen. Wie ein Restaurant halt, weil es ist halt so ein Hotel. Und, genau, mit. Also schon von außen eine 10 von 10, aber von innen wirklich nochmal ein ganzes Stückchen besser. Also ein Riesenstück besser auf jeden Fall. Wir gehen mal hier rein. Komm rein, Teppich. Oh, warte, das ist reflektiert. So, jetzt besser. Ne? Sehr entspannt. Die Lobby mit der Theke zum Einchecken. Mit dem Orangensaft. Ne, Spaß. Turn up. Hier kommt der Kaffee hin. Aber der kommt noch hin. Der wird noch gebaut, weil... ne, wegen dem, ja, auf jeden Fall hier ein Wartebereich. Sehr, sehr schön. Und hier hinten noch einer. Jetzt gehen wir mal Loki hoch in die erste Etage, wo uns ein Balkon entgegenkommt. Mit einer guten Aussicht. Genau. Dann, ich glaube, es soll eine kleine Küche sein, Cafeteria, keine Ahnung. Hier, Klo, natürlich, ne, muss auch mal sein. Also wirklich alles sehr schön detailliert eingerichtet auf jeden Fall. Gefällt mir wirklich sehr gut. Auch das Shader ist... Oh, also wirklich diese Einrichtung plus Shader 13 von 10, keine Ahnung. Also wirklich gefällt mir mega gut. Dann ist hier nochmal ein Balkon mit einem Wasserblick diesmal auf dem Ocean und auf dem Fluss. Und hier wird noch als kleiner Sneak Peek für die nächsten Folgen was Schönes entstehen. Weil Flüsse und Ozean mit dem Shader, das kann ja nur... Lust auf mehr machen, sag ich mal. Und ich denke auch, nach der Folge werde ich ein paar Stunden noch ein bisschen auf der Welt grinden und ein bisschen was bauen, weil ich wirklich hoch motiviert bin. Oh ja, das bin ich. Und jetzt gehen wir ganz mal in die erste richtige bewohnbare Etage und in ein random Zimmer, was hier offen ist. Bett, Schrank, also Stuhl, oh Gott. Ja. Und mit einem Balkon. Mit einem wunderschönen Mondblick, wie er aufsteigt. Und links daneben die Schnellstraße. Und rechts der Ozean mit dem Fluss. Wow, wirklich wow. Jetzt gehen wir mal in so ein random anderes Zimmer. Doppelbett, Klo, Waschbecken und wieder ein Balkon. Und ich glaube, jedes Zimmer hat ein eigenes, hat ein eigenen Balkon, genau. Wir müssen auch hier grammatikalisch korrekt bleiben. Jetzt mal ganz kurz so hier hinten gucken. Oh, die FPS, ja, hier ist der Teacher-Raum irgendwie in der Nähe, deswegen die FPS zacken gerade ultra. Aber die Einrichtung ist im Großen und Ganzen
in jedem Zimmer fast gleich. Erstmal ganz kurz mal ganz nach oben gehen, um das maximale Feeling zu bekommen. Auch wegen Thema Aussicht und, ne? Gehen wir mal ganz weit hoch. Ich versuche mal die ganzen Chunks hochzustellen, um mehr zu sehen, weil der Ausblick ist wirklich sehr schön und geil. Und ich glaube, so ein paar Wochen, wenn es weiter gut läuft mit dem Bauen und so weiter, wird noch sehr viel entstehen, genau. Aber auch hier auf der letzten Etage erwartet uns ein kleines, eine Unterhaltungsetage mit so Gym, Fußball, Billard und guck mal hier, den verdammten Billardstab aus Schildern. Das ist ja wirklich mal hardcore kreativ. Aber es ist ein bisschen dunkel hier, ne? Aber es sollte an sich nicht stören, wenn... Gut, egal, es musste... Ne, egal. Hier die Aussicht, das Dorf, die Schnellstraße, ham, bam, bam, bam. Hier ein Gym mit Hanteln und einem Boxsack und einer Kletterwand. Sehr schön. Und hier für die Kirsche auf der Sahnetorte ein Pool mit dem Shader, keine 13 von 10. Ich kann es nur wiederholen. Ich schwärme gerade förmlich von dem Hotel, weil diese Kombi von Shadern und der guten Einrichtung einfach pornös sind. Eine wirkliche Erweiterung des Lebens, sag ich mal. Hier der Ausblick auf unser Dorf, Schrägstrich, auf unsere Welt, ne? Denn die Oase von Bella, von Mila, sorry, jetzt ja Mila, sie heißt eigentlich Mila oder Charmilia. Mila, Charmila, aber weil sie damals Lucid Balla hieß, also Lucid, oh nee, Lucid Balla, ne, genau, hab ich gedacht, sie heißt Bella, aber das kurz als kleiner Side-Fact. Und hier ohne Shader, ne, war es mit Shader deutlich besser. Auch der Regen ist schöner und die Wolken, alles egal. Ne, aber wirklich, ich kann nur so viel versprechen, das alles hier wird nochmal richtig schön gebaut. Mit schönen Sachen. Oh ja, das wird... Oh, da freue ich mich schon drauf. Problem ist, ich bin nicht der Typ, der so gerne große Sachen baut. Also richtig, also so große Sachen baut. Weil mir die Zeit fehlt und wegen Arbeit und... Ach, das ist pain in the ass, sag ich mal. Aber wirklich ein sehr, sehr schönes Hotel. Und wir sind gerade bei Minute 8 circa. Das ist noch völlig verkraftbar. Also wirklich, es ist eine 13 von 10, dieses Gebäude. Und jetzt auch hier mit dem Beacon. Und der kleinen Umrandung hier. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, das war es im Grunde ganz noch eigentlich schon. Also wirklich sehr viel Neues und auch wirklich schönes Neues, sag ich mal. Mein lieber Scholli. Ah, ich höre Truhen. Na, brauchst du was? Suchst du irgendwas? Schere. Da müssten bei den Werkzeugen liegen, aber da ist nichts. Du kannst... Hast du kein Eisen mehr oder was? Oder wie ist der Zustand gerade? Weil ansonsten musst du mal in einem Ofen gucken. Da wird es doch ordentlich Eisen sein. Komm jetzt zum Ofen. Oder zum Riesengebäude hier. Ja, 17 müsste erstmal reichen, wa? Oh, und ganz viel Kupfer. Ich liebe Kupfer und ich glaube, mit Kupfer baue ich auch noch sehr viel in der nächsten Zeit. Das könnt ihr wissen, aber... Weil Kupfer ist halt bei Gebäuden low-key teuer, weil man, auch wenn man pro Vene ganz schön viel bekommt, auch mit Glück 3, ist Kupfer dennoch eigentlich ganz teuer. Also eigentlich schon teuer. Es sei denn, man macht den Trick hier, dass man halt so, ne... Quatsch. Den hier? So vier Blöcke? Also ne, das bringt gar nicht. Also ne, egal. Egal, das war... von Fake News. Aber wirklich, ich hab auch so low-key eine Idee, eine riesengroße Kupferbrücke zu bauen. Einfach eine Brücke aus Kupfer. Problem ist nur, die Frage ist, wohin? Weil hier vorne ist ja die Schnellstraße und da nochmal eine Brücke nehmen zu bauen... Wäre ein bisschen eng, sag ich mal. Und man könnte überlegen, oder was? Oh! Hä? Egal.
passiert. Das Loch füllen wir fix mal mit der restlichen Erde. Egal. Auf jeden Fall. Man könnte natürlich überlegen, die hier zu machen, aber so eine große Brücke zu bauen für den kleinen Abschnitt. Ah. Aber ich habe... Ich kenne auch bestimmt diese großen Brücken aus Amerika ungefähr. Und die kann man mit Kupfer eigentlich ganz gut nachbauen. Problem ist halt nur wo, ne? Wie gesagt, ich... Die muss ja auch einen guten Zweck haben als Brücke, weil sonst wäre es ein bisschen nur Ressourcenverschwendung. Ich meine, klar, wenn es gut aussieht und so weiter, geil, keine Frage. Aber sie muss ja auch einen gewissen Punkt, eine gewisse Aufgabe erledigen als Brücke. Nicht nur als Objekt, sondern auch als Brücke zum Nutzen der... Oder hier, Richtung Oase, diese Brücke bauen. Aber dann ist die Verbindung der Straße ein bisschen schlecht, sag ich mal. Ach Mensch. Ich schwärme vor Gedanken. Also ich habe so viele Gedanken gerade und so viele Ideen vor allen Dingen. Aber das wird auf jeden Fall in der Zukunft noch sehr schön werden. Ich denke mal, ich fange jetzt nach der Folge damit an, die Straße hier zu erweitern, Richtung, ne? Ein bisschen zu terraformen. Oder ich baue drumrum und dieses Loch da unten wird so als, wie heißt das nochmal, als naturelles Spektakel, keine Ahnung, als Natur, Objekt, als Natur, Sehenswürdigkeit, genau. So, dass man so gucken kann, okay, als Touri, oh, guck mal, ein großes Loch, hohoho, weißt du, so als, weil Touris sind meistens sehr einfach zu beeindrucken, dementsprechend könnte man ein bisschen das Loch vergrößern und als so als kleines Schauobjekt oder als Schauereignis darstellen, um halt dieses Terraforming uns zu ersparen. Um dieses Terraforming einen zu ersparen, so nämlich, genau. Und das, glaube ich, wäre eigentlich keine schlechte Idee. Dementsprechend, ja, machen wir das. Aber ich glaube, wir sind bei Minute 12. Das ist das, das reicht ja noch locker, um anzufangen, sag ich mal. Genau. Deswegen, wir fangen mal Loki an, das alles ein bisschen zu vergrößern hier. Damit wir auch wirklich davon profitieren. Also im Sinne von... Ja, so halt. Ah. Wir sind zu klein. Na toll. Also dass man dieses Loch ein bisschen vergrößert, damit sich so ein Zaun drumherum auch wirklich lohnt, ne? Und dann könnte man diese ganzen Sachen hier unten als kleine Farmstelle nochmal sehen, rein theoretisch, dass man halt so ein bisschen hier farmen kann und ein bisschen auf die schnelle Welle ein bisschen Cobblestone farmen kann. So als, ne? Als Farmingstelle halt. Für eine Mine, keine Ahnung. Kann man ja alles noch bauen. Weil, ich habe zwar nicht viel Zeit wegen Arbeiten und so weiter, aber ich bin motiviert. Dementsprechend, das sollte eigentlich in der Zukunft alles noch sehr schön werden und sehr gut werden, ne? Wir freuen uns und gucken, was wird, ne? Was wird. Gut, hier noch ein bisschen, ne? Also ich fange mal Loki an ungefähr, um halt einen ungefähren Eindruck zu vermitteln, was mir nach der Folge erwartet. Ich bin hier bei der großen Öffnung hier, bei dem großen Loch unter der Brücke da. Unter der Schnellstraße, sorry. Da bin ich gerade. Effizienz 4 nur. Hier unten bin ich. Ich will gerade das Loch erstmal erweitern. Um halt drumherum so ein bisschen mit Zäunen zu arbeiten, um das Loch nicht auszufüllen zu müssen. Deutsch ist nicht da. Also um das Loch ein bisschen zu vergrößern, damit man das nicht alles terraformen muss und zumachen muss, you know. Wie ich eben gerade schon meinte, in einer sehr langen Diskussion mit mir selbst. Lol. Hier auch noch so ein bisschen auf Loco. Da auch. Und das halt, ne? Dass es alles so ein bisschen größer wird und sich auch lohnt,
zu umkreisen mit Zäunen. Ja. So, ich glaube, langsam müssten wir aber eigentlich fertig sein. 15 Minuten passt perfekt. Dann gehe ich mal nach Hause und verabschiede mich von euch mit einem Lächeln und guter Laune und Motivation für die nächsten Folgen. Gut. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like da. Bis morgen. Habt noch einen schönen Tag. Haut da rein und ciao.